Ihr Lieben, recht herzlich willkommen zu einer weiteren schönen Folge auf Pandora. Wir spielen ein bisschen große blaue Schlümpfe. Also die sind groß und schlank. So wie ich. Ich bin allerdings noch nicht blau. Von daher, vielleicht kriegen wir das irgendwann noch hin nächste Woche. Schauen wir mal. So, wir haben einen Auftrag. Wir sollen nämlich mit Dingens reden. Warte. Hier, mit Reisinda. Reisinda. Und das machen wir jetzt. Er steht der, ist das der, die das? Wir hätten fast alles verloren. Zum Glück wird Pandora heilen. Pandora wird heilen. Das ist schön. So, wo war er denn jetzt? Ist schon der hier, ne? Reisinda? Nö. Handeln? Ich will nicht. Ausrüstung? Nee, ich brauche keine Ausrüstung. Ich suche Reisinda. Denk daran. Ziel niemals auf dich selbst. Ich werde mich dran halten. Ich bin nicht. Nee, das tut weh. So 180 Meter. Nee, das war draußen irgendwo. Ich würde sagen, da gehen wir einfach mal hin. Nützt da alles nichts. Wir kämpfen weiter. Für alle, die wir verloren haben. Das ist sehr vernünftig von dir. Das finde ich gut. Ehrlich. Was ist das hier? Granaten? Ach, Inventar voll. Verdammt. Ich hab gewusst, da war irgendwas. Ach. Hauptquartier des Widerstandes. So, wo ist er? 174 Meter. Dann müssen wir da wahrscheinlich hinten rum, oder? Was haben wir denn hier? Oh, Happa Happa. Ein bisschen Happa für den Papa. Da kommen wir nicht hoch. Und die Dinger könnten wir doch... Was ist das hier? So, das sind die Stöcker gewesen. Ja, da muss ich erstmal dran gewöhnen. Ne? Das ist halt... Und hier haben wir so eine Heildinger. Der Heilungsbeutel ist voll. Und das mit 48 noch sagen kannst. Nö, gut, dann gehen wir mal hier hinter. Grüße, Dickler86. Schön, dass du mit dabei bist in diesem irren Haufen hier. Hier gibt es noch mehr für uns. Was haben wir da? Magerer Fleischspieß. Also hallo, ich brauche doch Proteine, Leute. Guerilla-Kampfgriff. Langbogengriffmod. Wenn wir wahrscheinlich den irgendwann mal hier anbauen müssen. Heute allein, ja, heute allein, Sonntag wieder zu zweit. Weil ich muss sowieso Avatar-Folgen aufnehmen und ein bisschen Turmoil. Und da habe ich mir gesagt, liebes YouTube, falls ihr euch wundert, mit wem redet der denn hier? Ich bin gerade auf Twitch live. Wir haben es aktuell Freitagabend, den 5.1. Wenn ihr da Bock habt, kommt einfach mal rum und tretet dieser geilen Community bei. Und da muss man wirklich mal sagen, die Community ist geil. Die ist wirklich gut. Da hast du keinen dabei, wo man sagen kann, ne? Die sind alle lieb. So, ich muss hier irgendwo hin. Leute, helft mir doch mal. Ich muss hier zu Reisinda. Reisinda? Na, ihr wisst ja, wie er heißt. So, was haben wir denn hier? Ach, das sind die... Nee, die machen mich kaputt, die Dinger. Das machen wir nicht. Ja, wie gesagt, Sonntag live zusammen werden wir natürlich wieder rumarken wie die Irren. Wo ist der denn jetzt hier? Reisinda, Jin. Ich suche den Jin. Ist der hier unten? Soll ich jetzt hier runterspringen? Nein, das ist nicht dein Ernst, oder? Nö. 6 Meter, ist der da oben? Bin ich hoch? Nö. Ihr wisst schon, dass ich da nicht hochkomme, oder? Nee, ich hoch. Hä? Kletter hier mal den Baum hoch. Einfach mal. Komm ich da ran? Hallo, Fliege. Wie soll ich denn da hochkommen? Das ist doch eine Antenne. Genau, Sonntag 14 Uhr, 14 bis 18 Uhr etwa, werden wir mal wieder ein bisschen alles zum Besten geben. 29 Meter, was soll ich denn hier machen? 17 Meter, 10 Meter, 4 Meter, 2 Meter. Nö, wir sollen hier irgendwas tun mit dem Ding. Soll ich da drauf schießen? Ich kann auch darauf schießen, wenn ihr das wollt. Vom Widerstand ja gleich mal den Funkverkehr unterbrechen. Nö, eindeutig nicht. Reisinda, wo bist du denn? Reisinda, mein Freund. Aber das war doch schon richtig, oder? Pass mal auf. Sprich mit Reisinda im Wohnbereich. 12 Meter.
Was sind die? Oder veräppelt der uns hier? Oder war das einfach nur mein Dings? Ja, also weißt du, ein Wegpunkt. Ich bin ja aber auch doof. Ah, er rennt seinem eigenen Wegpunkt hinterher. Das ist auch nicht schlecht. Ja, dann gehen wir jetzt nochmal Rajinder suchen. Mr. Rajinder. Oder wie auch immer er heißt. Kann ich meinen Bogen eigentlich auch wieder wegpacken? Nö, ne? Nö. Vielleicht macht er das von alleine, ich weiß noch nicht. So, aber jetzt, Leute. Wo bist du? Das war doch der an dieser Waffenwerkbank stand beim letzten Mal, glaube ich, ne? Du bist nicht Rajinder, oder? Eindeutig nicht. Raji, wo bist du? Wird aber auch nichts angezeigt hier. Bist du? Du bist auch kein Rajinder. Raji, jetzt zeig dich. Du bist... Wer bist du? Der isst Maiskolben. Da ist er. Hallo. Du musst rasch sein. Ja. Rajinder. Ach so. Bitte. War ja gar nicht ich. Oh, entschuldige. Alma meinte... Ich kenne Alma. Alma nennt mich Raj. Dich kenne ich nicht. Ich bin neu. Entspann dich, Neuer. Ich wusste, dass du kommst. Ja, ist klar. Hast die ganze Zeit geschlafen. Auf jeden Fall. Ich habe frische Kleidung für euch alle. Alma hat nicht erwähnt, dass du auch Sinn für Humor brauchst. Sinn für Humor, Leute. Wer den nicht hat... Ach Leute, Ton ein bisschen zu leise, habe ich gerade gehört. Dann machen wir den ein bisschen lauter. So, machen wir das so. So, was hat er jetzt eigentlich zu uns gesagt? Jetzt war ich abgelenkt. Ah, es ist schon wieder das nackte Chaos. Nee, nochmal mit ihm reden, oder? Handeln. Was darf es heute sein? Was denn heute sein? Was siehst du nicht? Was hast denn du für mich? Ein Brustschutz? Was haben wir hier? Ein Feldlendenschurz. Schurz. Rajinders Abwehrweste. Nicht genug Ersatzteile. Na, dann biet's mir doch nicht an. Die Shorts haben wir auch ein bisschen. Wunderbar. Was haben wir hier? Feldforschungsriemen? Das klingt aber nicht gesund, Leute. Der Schererforschungsriemen. Ja, was soll ich denn hier machen? Was soll ich irgendwas kaufen? Nö, ne? Designs haben wir nicht. Dann mache ich... Warte mal, ich hab doch selber irgendwie sowas. Lass dich nicht zerstückeln. Nee, ich passe auf. Charakter. Was haben wir denn hier? Brustschutz grundlegend? Dann werden wir uns einen besseren Brustschutz gönnen, oder? Ansehen. Und wir haben doch... Oh. Was ist denn das? 20 Schaden, 16 Schaden. Machen wir. Alles klar. Und was haben wir hier? Ausgerüstet. Den haben wir schon ausgerüstet. Da haben wir... Den Griff, ach so, das ist ja jetzt aber auch nicht wirklich, naja, kann ich gar nicht ausrüsten. Plus 5% Guerillaschaden. Los, mach das drauf. Wunderbar, siehst du mal, da haben wir das schon mal. Und jetzt kaufen wir bei dir noch so einen Schurz, ne? Was darf es heute sein? Du, wir brauchen einen Lendenschurz. Ich habe nicht genug Teile. Dann nehme ich bitte einen Brustschutz. Ich habe ihn empfangen. Ich bin quasi empfänglich. Pass auf, dann werden wir den gleich ausrüsten. Na, das sieht doch schon eher aus nach einem Dings hier, ne? Nabenpilz, Bruder. Ich nicht zerstückeln. Ich lass mich nicht zerstückeln. So, erhalte neue Ausrüstung im Wohnbereich. Das haben wir doch jetzt schon gemacht. Warum drückst denn du mir eigentlich auf die Pelle hier, sag mal? Tja. So, das haben wir gemacht. Ich bin der Meinung, wir haben das erledigt. Erhalte neue Ausrüstung. Hast du noch was für mich? Du brauchst was Neues. Was denn noch? Ich habe keine Teile mehr, mein Freund. Ich habe null Teile. Ja. Brustschutz. Empfangen? Ach, hat er das schon für mich? Ha? Zeig mal her. Charakter. Aber das Ding hat doch 20. Und das Ding hier hat 12. Sieht ja schon ein bisschen aus, ne? Nö, wir werden das alte wieder nehmen.
Kosmetik, was haben wir hier mit Kosmetik? Aussehen ersetzt das Erscheinungsbild eines Teils. Jedes Teil, das du findest, gewährt dir ein Aussehen, das du anwenden kannst. Los. Leichte Segel, Flugpantherhaut. Guter Farbton, 1 von 1. Mehr kann ich gar nicht machen. Ich kann hier kein Dings. Na, ihr wisst Bescheid. So. Ist das jetzt erledigt, Majinder? Sag mal. Kann ich dir was dafür geben? Sieh es als Gratisprobe. Oh. Diesmal. In Anbetracht besonderer Umstände. Wir nehmen, was wir hier kriegen können. Sehr gut. Wenn du was Gutes findest, sag Bescheid. Oh, ihr wart gerade kurz weg, hab ich gesehen. Ungewohnt? Was? Ich glaube, ich mag sie. Ich will meinen Hut behalten. Behalt doch deinen Hut. Und was von der Technik ausprobieren. Du musst diesen Alex kennenlernen. Er ist eine Art Erfinder. Du hast dich schnell eingelebt. Nun, es ist seltsam, aus TRP raus zu sein. Aber alle hier sind wirklich nett. Das ist schön. Nette Menschen mag ich. So, wir sollen wir ihm hier folgen? War das das Ziel? Ich glaube schon, ne? Gehe ich von aus. Ah. Taylan, dieser Ort sieht dich magisch an. Und du hast noch einen Navi dabei. Alex baut Sachen. Mechanismen und Technologie für die Kommunikation und zum Erkunden. Und für ein bisschen Chaos, falls es denn funktioniert. Siehst du das? Das ist Sid, mein System-Interaktionsdeck. Guter Name, oder? Bisschen schwierig vielleicht. Hajir fand ihn zu schwer. Aber was weiß der schon? Das habe ich speziell für Navi entwickelt. Ui. Bringt RDA-Geräte aus dem Takt. Habe ich aus alten RDA-Teilen gebaut. Und TAP-Teilen. Ja, das können wir wegfeilen oder übermalen. Weile weg. Falls gewünscht. Ja. Ich will Alma dazu bringen, es zu testen. Wir können es testen. Oder? Können wir? Und klar können das wir. Das macht Spaß. Ihr könnt alle einen haben. Komm, probier es aus. Kann ich auch zwei haben? Eingeschaltet Sid. Drücke 5, um Sid auszurüsten. Ich hoffe, was ist das für ein Ding? Kabelschaden in unserer Luftfilteranlage ich hoffe, dass es den Kabelschaden... Was? Siehst du die Kabel unter was macht denn das Ding? Siehst du das Kabel unter dem Boden? Du solltest... Boah, sprich doch noch schneller. Probier's mal aus. Was denn? Ach, da. Was mache ich damit? Ich sollte mir die leeren Außenposten ansehen. Da liegt noch gutes Material rum, schätze ich. Hast du Sid ausgerüstet, kannst du mühelos in Böden und Wänden verlegte Kabel verfolgen. Okay. Ah, jetzt kann ich das hier reparieren, ne? Halte blub, mittlere Maustaste gedrückt. Benutze Q und E, um die korrekte Frequenz zu finden. Achso, mittlere Maustaste gedrückt halten. Der Typ hier unten ist ja völlig krank. Ja, habe ich doch. Achso, die linke Maustaste gedrückt halten. Achso. Q und E soll ich drücken? Meine Daten zeigen auch oben einen Fehler. Stimmt die Verkabelung. Ja, jetzt bin ich anscheinend kannst wieder da. Nachsehen? Es irgendwie hat die Frequenz heften. Twitch heute keine Lust. Kinderspiel. Ach, mir fehlt das Kindsein. Mir fehlt es auch. Da war man noch so, ne? So. Da war alles noch gut. Ach. Schlüppel. Das ist so einfach. Es ist doch einfach. Hey, Alex, ich habe den Fehler gefunden. Nur ein kleiner Hack und das System startet neu. Wärst du so nett? Ich soll hacken? Navigieren? Mit welchem? Mit WASD, ja, ne? Achso, ich soll jetzt hier einfach rumfahren. Und dann sind wir quasi schon durch. Ich glaube, ich hab's. Aber auf jeden Fall. Ich habe Alma gesagt, dass das die Zukunft ist. Ich freue mich darauf, es in Aktion zu sehen. Schön, wenn harte Arbeit Früchte trägt. So ist das. Aber genug davon. Alma versammelt alle für eine Einweisung. Deine Freunde sehen sich noch draußen um, glaube ich. Glaubst du? Das schauen wir uns gleich an. So. Was soll man denn jetzt machen, Schönes hier?
Haben die uns gesagt, was wir machen sollen? Oleg meinte, ich soll den Widerstandslager finden. Das haben wir gemacht. Triff die Sarento vor dem Hauptquartier des Widerstandes. Ne, das kriegen wir doch hin. Und das kann ich hier nicht ausrüsten aus dem Teil hier, aus dieser... Da muss ich echt die 5 drücken? Kann ich das nicht woanders hinsetzen? Nö, eindeutig nicht. Hier gibt es nur Essen. Also müssen wir uns wahrscheinlich die 5 merken. Naja, gut, dann machen wir das. Sie suchen Schutz an einem Feuer in der kleinen Höhle unter dem Gebäude. Wie unter dem Gebäude? Unten? Hier war ich auch noch nicht. Das ist ja auch nicht schlecht. Was ist denn hier? Was ist denn jetzt los? Ach so. Hier haben wir doch auch schon wieder irgendwas zum Einsammeln. Das Protokoll. Was haben wir denn Schönes gefunden? Anmerkung, Audioprotokolle. Almas persönliches Logbuch. Angesichts Admoris. Kommt, das hören wir uns an. Im Kampf gegen Mercer und seine Idioten vergesse ich manchmal, dass auch er nur Teil einer großen Maschinerie ist, die sich ihren Weg durch Pandora bahnt. Ich habe lange nichts mehr von Jake gehört. Aber so wie es aussieht, will General Ardmore immer noch seinen Kopf auf einem Tablett. Natürlich will sie das. Ist ja auch verständlich. Er hat all die Waffen geklaut. Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen. Ja. Vielleicht können wir auch sowas schaffen, wenn sich die Clans vereinen. Irgendwann, zu einer anderen Zeit. Ich hoffe nur, dass Jake General Ardmore weiter auf Trab hält. Harding ist schon schlimm, ohne Frage. Aber Ardmore ist so ein hohes Tier und eine der besten, die ich kenne. Sie fügt sich perfekt nahtlos in die RDA ein. Schlau und brutal. Wenn jemand Pandora kolonisieren kann, dann sie. Ja, Wahnsinn. Alles klar. Entwürfe haben wir neue. Was haben wir hier? Ein Granat? Achso, Granatpfeil. Das haben wir schon gesehen. So, wir sollen mal vors Lagerfeuer gehen, habe ich gehört, ne? Wir suchen Schutz an einem Feuer in einer kleinen Höhle unter dem Gebäude. Wo bin ich jetzt hier? Bin ich hinten rausgegangen? Das ist ja doof. Das könnte ja dann nur hier sein, ne? Leute, seid ihr hier? Hallo. Habt ihr euch hier unten versteckt? Ich finde euch. Wo bin ich denn hier gelandet? Hoppala. Okay. Hallöchen. So, als hätte Pandora endlos Ressourcen. Ich meine, die halten ja schon eine ganze Weile. Aber sie werden ausgehen. Wie zu Hause. Das sind geschlossene Systeme, so sehr man das auch ignoriert. Was hat denn die Frau für Sorgen? Also das ist ein bisschen, warte mal, Quest. Kann man die nicht jetzt direkt verfolgen? Auf Karte anzeigen. Geh wie Gustav. Wo ist es denn? Betankungsanlage. Hauptquartier des Widerstands ist soweit klar. Was ist das hier? Das weiß man nicht so genau, ne? Warum machen die das eigentlich so komisch, dass man das hier nicht so richtig sieht? Wir suchen Schutz an einem Feuer in einer kleinen Höhle. Leute, wo seid denn ihr? Ich muss euch doch finden. Da unten das Feuer ist es nicht. Nee, das ist definitiv die Kochstation. Hier singt einer. Da sind sie doch. Hallo. Da bist du. Hallöchen, Bipa. Daylan meinte, du wärst draußen. Ja, ja, ich war gerade draußen. Ich soll euch ja suchen. Jetzt singt schon wieder einer hier. Ich wusste nicht mehr, wie gut sich die Luft anfühlen kann. Einfach hier zu sitzen und zu genießen. Ja. Ohne Mercer zuhören zu müssen. Da ist schon was wert. Ich erinnere mich gar nicht an so viele Farben. Ich habe keinen Namen für sie. Wir werden Inge sie erfahren. Nicht? Die Wege der Sarentun neu lernen. Warum hat Alma uns nicht früher hierher gebracht? Weiß ich nicht. Warum war sie nie beim Tab? Vielleicht war es noch nicht sicher. Das ist es nie. Na und? Wir sind frei. Ich möchte laufen, bis meine Beine nicht mehr können. Mach einfach, renn los. Wir könnten einfach gehen. Jetzt gleich. Aber wohin?
Aldi? Wohin wir wollen. Mecke? Zusammen. Was meinst du? Du, ich, Nella, Daylan? Dann könnten wir wieder Sarentu sein. Alma hat uns nicht grundlos geholt. Sie versammelt alle für eine Ansprache. Sie muss einen Plan haben. Bleib nicht wegen ihr. Sie will dich beherrschen. Wie alle Menschen. Nicht alle. Alma war immer gut zu uns. Die Leute hier mögen sie. Und die sind nett. Nicht? Ja, ja, die sind alle nett. Ria hat mir ihr Funkgerät gegeben. Ja, sie wollen uns wohl helfen. Wollen wir mal sehen, was Alma will. Naja, kann eigentlich nur gut werden. Na klar. Eher nicht. Alma will doch nur das Beste. Bitte. Komm schon. Alle warten. Okay, okay. Es ist manchmal ein bisschen komisch mit den Briefings hier, oder? Das Licht was habt denn ihr hier? Hier draußen. Was ist denn das hier? Scharlachpilz. Das klingt aber nicht gut. Da gibt es doch bestimmt Tabletten dagegen, oder? Genug eingesperrt. Also gehen wir zum Hauptquartier, ne? Haben die gesagt. Na los, dann machen wir das. Was ging doch hier hinten lang? Da ist es doch. Da, 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 da. Jetzt kriegen wir hier offiziell unsere erste Mission, ne? So unsere richtige, ne? Kriegsmission hier, irgendwas. Geht zu. Da, da, da. Guten Tag, ich bin's. Ich bin's. Guck mal, da haben sie extra ein Schild hier oben dran gemacht, dass du auch wirklich findest, ne? Einsammeln? Schon wieder. ADA kriegt auch noch ihr Fett weg. Ein Blick ins Protokoll. Na los. Was haben wir denn? Rezepte, Anmerkungen. Das ist doch schon wieder die unabwendbare Rückkehr. Es war auch schön, es war auch zu schön, um wahr zu sein, oder? Wir hatten viele schöne Jahre auf Pandora. Natürlich auch mit vielen Überraschungen und Herausforderungen. Aber es waren gute Jahre, RDA-freie Jahre. Das ist nun vorbei. Wir bereiten uns auf den Kampf vor, aber einige von uns sind nicht so bereit wie andere. Jake ist irgendwo da draußen und versucht, die Clans von einem proaktiven Angriff zu überzeugen, denke ich. Elmar weiß mehr darüber, aber hat aber keine Zeit, uns zu einer Einheit zu formen. Siehst du, Elmar hat keinen Bock und Jake ist nicht da. Der ist im Außendienst wahrscheinlich irgendwo unterwegs. So, wir sollen jetzt hier was abholen. Da geht's schon los. John Mercer. Jawohl. Gründer des THP-Programms. Kein Unbekannter für die Sarentu, aber für viele von euch ist er das schon. Er kam nach Pandora als Executive Vice President für Grenzoperationen. Zusammen mit einer Freundin vom THP, Colonel Angela Harding, als Sicherheitschefin. Er ist ehrgeizig, eigennützig, egoistisch. Und ihr wart ein Team. Wir kämpfen jetzt seit Monaten gegen die RDA. Was macht das noch aus? Mercers Taktiken sind aggressiv. Dann sein Frust über das Versagen des THP. Wir brauchen eine Strategie. Die Arbeit mit den Clans war schwierig. Einige Ardanahe wollten kämpfen, aber nach Verlusten auf ihrer Seite haben sie aufgegeben. Na, ist sowas. Wir sind nur bis zu den Seswa gekommen. Kampfbereit, aber sie wollten keine Allianz mit Menschen. Dein Clan bestand aus Geschichtenerzählern, Diplomaten. Sie waren respektiert. Die Na'vi werden dir zuhören. Oh, Alma? In der Nähe ist eine Verschmutzung. Sehr nah. Sehr stark. Okay. Das kann nur von der RDA kommen. Ich bin unterwegs. Sie sind hier? Ja. Mit Mercer? Stimmt. Nein, ohne ihn. Achso. Verschmutzungen entstehen durch die RDA-Maschinen. Sieht nach einer Bohrstelle aus. Sie reißen das Land auf. Vergiften es, bis es Schlamm ist. So nah waren sie noch nie am Hauptquartier. Wenn sie sich umsehen, finden sie uns. Wir sind im Moment überfordert. So'lek, tu, was du kannst, um alles abzusichern. Wie die das manchmal aussprechen? Versuch, Hajir über Funk zu erreichen. Gesundheit. Ich könnte sie runterfahren. Ich denke, ich kann jetzt mit Sid umgehen. Das ist eher keine gute Idee. Naja. Lass sie gehen. Sie können kämpfen. Keine Sorge. Sagst du. Okay. Aber sei vorsichtig. Der Rest von euch achtet auf weitere Patrouillen. Funkgeräte an. Jawohl, Chef. Pass auf, wenn die RDA dich bei der Bohrstelle sieht, greifen sie an. Sehr gut. Denk an meine Worte. Fertige Pfeile, konzentriere dich.
In der Hauptluftschleuse findest du Vorräte. Die habe ich schon alle geplündert. Ich frage mich überhaupt, wo hat denn der den spanischen Akzent her? Der ist, wir sind noch nicht mal im Sonnensystem. Noch nicht mal auf der Erde. Aber der hat einen spanischen Akzent. Auch nicht schlecht. Ach, Leute. So, wir sollen jetzt hier irgendeinen verkloppen. Was ist da unten die Liste, die Leiste? Das ist doch mein Aua, oder? Oder ist es voll? Die RDA ist immer noch hier. Oh, Pilz mit Eifüllung. Leute, das klingt lecker. Pilz mit Eifüllung. So, ich würde sagen, dann greifen wir an. Ich weiß nicht so recht, was ich damit anfangen soll. Alles ist anders. Achso, ich frage mich, wie ich wohl führen werde. Was willst du denn machen, Telan? Hast du deine Knarre dabei? Wir müssen los, Junge. Junge. Siehst du, die haben gesagt, hier ist alles voller Vorräte, ne? Nichts ist hier drin. Ja, mit dabei? Nö. Feigling. Oh, was ist jetzt los? Was ist denn jetzt los? So, was ich jetzt so richtig nervig finde, ist, dass da unten nichts angezeigt wird. Da oben, weißt du? Wo musst du denn hin? Keine Ahnung. Das ist immer so eine Sache. Warte mal, wir gehen mal auf die Karte. Vielleicht haben wir hier schon... Wo müssen wir hin? Vernichte den pneumatischen Turm Echo. Da unten? Da kann ich doch bestimmt einen Wegpunkt festlegen. Und jetzt müsste ich doch genau 714 Meter. Alter Schwede, das ist ja ein Stück da. Wo können wir denn da lang gehen am besten? Wir gehen mal hier hin und gucken. Platsch, 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 platsch. Siehst du, da haben die auch mal schlechtes Wetter hier. Und wir rasen einfach hier durch. Dun, 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 dun. Was war das? Ach so, die Dinger. Komm, dann nehmen wir noch ein paar mit. Falls wir Nachschub bauen müssen. Mein Beutel ist voll, Leute. Ich entschuldige mich in aller Form. Mein Beutel ist voll. Aber es sieht schon schön aus, ne? Es bleibt schön. So, da können wir doch hier direkt runter. 500 Meter. Da sehen wir aber auch nichts Schlimmes soweit. Oh, hier komme ich da nicht runter. Hier breche ich mir doch was. Aber ich bin doch ein... Na, wie? Ich kann doch bestimmt auch springen, wie so ein junger Gott. Ich weißt du das mal, oder? Feigheit. Das war feige. Au, au, au. Na klar, hier kommen wir runter, aber locker, aber sowas von. Hier haben wir doch so ein Ding, wo man sich anhängeln kann, ne? Ja, theoretisch. Aber wir kommen ja auch gut so durch. So, wo haben wir es denn? 500 Meter? Die sehen uns doch noch lange, lange nicht. Sind das hier? Runter. Das geht auch auf die einfache Art und Weise. So. Hier gehen wir lieber nicht hin. Ich glaube, die sind böse zu uns. Ba, ba, ba. Okay. Und wir rasen darüber. Ich mal meinen Bogen schon mal ausrüsten, ne? Nehmen wir gleich die Sprengpfeile? Nö, lieber nicht. Wir stellen noch mal ein Pfeilchen her. Lieber man hat, als man hätte. Aber ich kann doch da oben lang gehen. Das wird doch so angeboten. Guck mal her. Auf und davon. Wenn die uns schon so darauf hinweisen, dass hier irgendwas ist, werden wir das auch machen. Was ist das hier? Ein verschmutzter Scharlachpilz. Ich hab's angefasst. Ekel. So, jetzt rückst du doch den blöden Bogen aus. So, jetzt schauen wir mal. Also die Musik wird schon episch dramatisch. Vernichte den pneumatischen Turm. Ja, ich könnte wetten, das wird denen jetzt nicht so direkt gefallen, nur wenn wir das so machen. Aber ist mir egal, ich habe den Auftrag von Alma gekriegt hier und da muss ich das auch machen. Oh, was ist denn hier los? Hier sind alle Tiere tot. Warum? Oh. Na, wartet. Ihr werdet meine Rache spüren. Ist das der Turm da? Ja, ne? Das ist alles verrückt. Seid ihr noch dabei? Ja, ne? Man muss ab und zu mal gucken.
Priya? Ja. Ich bin an der Bohrstelle. Der Boden ist... Das passiert jedes Mal, wenn die RDA sich irgendwo breit macht. Die Maschinen verschmutzen einfach alles. Alles. Aber wie? Aber hey, Pandora ist stark. Wenn man sie runterfährt, erholt sich das Land schnell davon. Sekunde, ich sehe mir die Pläne mal an. Du hast mach die hin. Pläne? Das muss auch Vorteile haben, ein Ex-RDA zu sein, hm? Ja. Nee, mit denen ist nicht zu spaßen. Sieht aus, als ob wir hier zwei Maschinen hätten. Die Kühleinheit auf dem Bohrturm und ein Generator. Was ist mit der RDA? Naja, man kann sie runterfahren, ohne dass sie es merken. Es sei denn... Dabei. Was knallt denn hier mal so? Hoffentlich nicht so ein Riesen. Nutze die Navi-Sinne, um die Schwachstellen von RDA-Einrichtungen leichter zu finden und anzugreifen. Ja. Da sind Typen. Was knallt denn hier immer so, verdammt? Ich will da gar nicht hin. Sind aber viele böse. Ich muss mich irgendwie ranschleichen an den ganzen. Auf Karte zeigen. Ja, zeigt mir das bitte auf der Karte. Aber das hilft mir ja auch nicht viel. Ich komme ja da nicht näher ran. Ja, gut. Okay, komm. Wir gehen mal in die Vollen, oder? Oh, was ist denn das? Ist ja alles kaputt. Da hinten so ein Roboter-Typ, ne? C ist schnell wechseln, oder? Giftspritzi-Pfeilis? Jetzt habe ich nur einen davon. Okay. Jetzt passen wir auf hier. Wir werden mal... Oh, da sind ja viele böse, ne? Lass das Roboter-Typen Navi-Sinne anmachen. Da drüben hast du den Turm. Boah, das ist ja echt heftig hier. Eine merkwürdige Pflanze, die wie eine Lampe aussieht. Sie reagiert auf Gefahren, indem sie... Oh. Sie. Hör mich mal ranschleichen, Leute. Was heißt das? Wohin? Den kriegen wir doch weggeholt, ne? Einfach so, still und heimlich, sneaky. Einer dahin. 20 im Sinn. Diese Pflanze. Da komme ich jetzt noch nicht ran, wahrscheinlich von der Seite, ne? Wenn ich jetzt den Roboter-Typen angreife, dann kriege ich wahrscheinlich einen Haufen Ärger. Dann wären die alle aufmerksam. Ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Aber wie soll ich da rankommen? Kann ich das Ding nicht kaputt machen? Eindeutig nicht. Okay, pass mal auf. Wir machen mal. C, wie C. Ich hatte doch so Granatendinger gehabt. Eindeutig nicht, ne? Also die rennen da oben hoch. Ich muss ja irgendwann muss ich ja mal loslegen hier, ne? Oh, kann man da reinbeißen? Das sieht so lecker aus. Ich bin nicht da. Ich bin eins mit der Natur. Den kriegen wir doch da oben runter geömmelt, hä? Wenn der stehen bleibt. Hat mal stehen. Ach, das ist das Ding, was die. Ah, ja, okay. Oh. Die Bäume sehen ziemlich abgedreht aus, finde ich. Ja, die sind mächtig abgedreht, die Bäume bei uns hier. Das ist auch so ein Roboter-Typ da oben, okay. Da kommt er wieder. Anscheinend gelaufen. Okay. Aber wie komme ich dahin, ohne gesehen zu werden? Wahrscheinlich gar nicht, ne? Der Dicke da drüben, der kommt ja gleich hier um die Ecke gestapft. Ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht da. Gehen Sie bitte einfach weiter. So, das Ding muss ich jetzt hier kaputt machen, haben Sie gesagt, ne? Boah, da unten möchtest du nicht, ja, nicht mit die Füße reinkommen, da unten. Das ist ein Knopf. Ja, genau da, wo der Typ steht, ist klar, ne? Das war ja vollkommen klar. Der Typ. Boah, hier siehst du gar nichts hier.
Es ist aber auch wieder spannend. Ist da einer? Schießen, abbrechen. Das kann man machen. So, da ist der Dicke. Aber... Das ist ja... Da ist das ist ein Schalter, nehme ich an. Da unten, na, da komme ich nicht ran. Was? Nee, nee, ich bin gar nicht hier. Pass auf. Und. Das hat der Dicke nicht gemerkt, ne? Oh, aber der hat's gemerkt. Jetzt ist der bestimmt sauer. Pass auf. Oh. Jetzt haben sie mich gesehen. Jetzt bin ich Mode, Leute. Ja, bitte, tötet den verdammten Blauen jetzt endlich mal. Ah, au. Wo ist er? Aber die Bögen sind schon gut, du. Die Navi-Bögen sind schon. Die gehen schon ab. Ja, ich weiß, meine Gesundheit. Muss mal was essen, aber da kommst du echt blöd ran, ne? Njam, njam, njam. Ich hab so echtes Navi-Essen gegessen, jetzt geht's mir gleich viel besser. Ja, wisch. Ah! Hä? Du kleine Ratte. Du kleine, miese Ratte. Hast du was für mich? Nö. Da sind wir doch jetzt hier schon langsam durch, ne? Guck mal, ich muss mal hier neue Pfeile herstellen. F10 Stück. Oh, was ist denn jetzt los? Das gefällt mir nicht ein bisschen. Ah, okay, weg. Die haben mich gar nicht gesehen. Ist ja auch geil drauf. Hau ab. Noch mehr herstellen. Gott sei Dank, ich habe so einen Haufen Holz mitgenommen. Jetzt müssen wir aber jetzt mal hier reingehen, damit hier einer mal was los kann, dass hier mal was abgeht. Kann ich das nehmen? Los, hacken. Hacken ist immer sehr, sehr schwer in dem Spiel. Hack speichern. Hack speichern. Hex ausführen. Achso. Ist noch. Mehr war es wohl nicht. So, jetzt muss ich hier hoch, oder? Ab! Es gefällt mir nicht. Nein. Ein bisschen zurück. So. Komm, wir hacken. Hacki-Sack. Hab ich es geschafft? Kann sein, ne? Hier ist ja irgendwo noch einer. So, was haben wir jetzt noch? Ah, ja. Notfalls einfach mal drauf schießen. Oh. Ja, ich bin der blaue Käfer. Ich bin's, genau. Ich hau lieber ab hier. Leute, ich hau lieber ab. Die sind doch wahrscheinlich jetzt sauer auf mich. Ja, du kriegst gleich Hilfe. Warte mal, ich komme, ich helfe dir. Das ist schön. Sehr gut. Die haben wir voll zerlegt, haben sie gesagt. So, was muss ich jetzt machen? Wir x'en noch mal ein bisschen rum. Was ist denn das da oben? Was ist das? Das brauche ich auch noch. Ja, damit. Nehme ich auch noch mit. So, was ömmelt denn hier rum? Ach, das kann ich auch noch hacken. Okay. Ich bin der Hack, Manfred. Oder? Der. Da oben. Nee, auch nicht. Muss drauf schießen. Nee. Generator und Kühleinheit sind offline. Jawohl. Der Notfalllüfter sollte sich öffnen. Oben am Rohr. Dann kannst du
nicht gemacht. Warte, ich muss noch mal ein bisschen was herstellen hier. So, und jetzt ist das, habe ich es kaputt gemacht. Ja, endlich. Ist es jetzt kaputt? Zerstöre die Notsignalleuchte. Okay, und die wäre wo? Zeig's mir. Ja, das Ding da oben, ne? Okay. Ja, jetzt. Nö. Da musst du erstmal drauf kommen. Und es hat Boom gemacht. Ich glaube, wir haben gewonnen. Da haben wir doch Pandora wieder ein bisschen sicherer gemacht. Ist das schön? Habt ihr Explosion gehört? Die Luft wird schon wieder besser. Sehr schön. Ja, ich merke es auch. Aber wir müssen noch mal gucken, was hier alles gibt. Leute, wir sind hier jetzt hier einfach nur durchgerast. Hey, hallo. Ja, ja, ich höre dich. Den anderen. Wir haben den Knall gehört. Den Knall nicht gehört, oder? Alles okay? Hab das Bohrwerk runtergefahren. Alles super. Jetzt ist erstmal Ruhe. Wir haben was gefunden. Was denn? Eine große Blume. Die anderen sind ganz aufgeregt. Das ist aber schön. Ich weiß nicht. Kannst du dir das anschauen? Ja, jetzt nicht. Ich muss ja erstens die Folge beenden. Bist du dort? Ja, doch. Siehst du die Schmetterlinge? Was? Zumindest glaube ich, dass es welche sind. Folge ihnen. Schmetterlinge. Also in der nächsten Folge werden wir den Schmetterlingen folgen. Und ihr, wenn ihr Lust und Laune habt, hinterlasst bitte ein Like und ein Abo und den ganzen anderen Quatsch. Glockenzweig, ich bin tatsächlich ein bisschen im Weg mit meiner Cam, oder? Ich hab's doch gewusst. Irgend sowas habe ich gewusst. Wartet, Leute. Und ihr hinterlasst, wie gesagt, ein Abo und ein Like und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.